Willkommen zur Tumorsprechstunde. Im heutigen Film geht es um das Thema Leberkrebs. Vis-à-vis von mir sitzt Professor Jan Schmidt. Er ist Viszeralchirurge und hat langjährige Erfahrung im Gebiet der Leberchirurgie. Professor Jan Schmidt, was verursacht überhaupt den Leberkrebs? Nun, es gibt sehr viele Ursachen von Leberkrebs. Eine der häufigsten ist nach wie vor weltweit gesehen die Hepatitis B und die Hepatitis C. Aber natürlich auch besonders in den westlichen Industrienationen der übermäßige Alkoholkonsum. Dann gibt es eine ganze Reihe von vererbbaren Stoffwechselerkrankungen. Und letztlich bleiben auch noch einige Prozent an Leberkrebs, die entstehen, ohne dass wir deren Ursache genau benennen können. Insgesamt ist der Leberkrebs ein sehr häufiger Krebs. Und wie bemerkt man einen Leberkrebs? Welche Symptome macht er? Leider gibt es keine Frühsymptome vom Leberkrebs. Deswegen ist es besonders wichtig zu wissen, ob man eine der Erkrankungen hat, die ein Risiko darstellen, damit man prophylaktisch jedes Jahr oder in regelmäßigen Abständen Vorsorgeuntersuchungen machen kann, um sicher zu sein, dass man keinen Leberkrebs entwickelt. Die Spätsymptome sind leider meistens Müdigkeit, Abgeschlagenheit und wenn es dann ganz schlimm kommt, dann wird man auch gelb, wenn die Krankheit sehr fortgeschritten ist. Also wenn ich das richtig verstehe, wird der Leberkrebs häufig erst sehr spät entdeckt? Leider ja, aber mit den modernen Untersuchungsmethoden gelingt es uns doch immer häufiger, auch im Frühstadium Leberkrebs zu erkennen, da wir die Risikokrankheiten, die zur Entstehung führen, ja gut kennen und diese Patienten immer engmaschiger kontrolliert werden. Und wenn der Leberkrebs diagnostiziert wurde, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es? Es gibt sehr viele Behandlungsmöglichkeiten. Zunächst einmal muss die Grunderkrankung behandelt werden, also beispielsweise eine Hepatitis kann heute gut behandelt werden und das senkt das Risiko der Krebsentstehung ganz deutlich. Wenn der Krebs dann schon einmal entstanden ist, gibt es die operative Möglichkeit in erster Linie, also dass man den betroffenen Leberteil mit einem gewissen Sicherheitsabstand entfernt. Und wenn die zugrunde liegende Lebererkrankung fortgeschritten ist, kann man auch an eine Lebertransplantation in bestimmten Fällen denken. Und häufig fragen die Patienten auch, welche Chancen habe ich? Wie sieht es aus, wenn der Leberkrebs im späten Stadium erst entdeckt wurde? Wie sehen die Chancen aus? Dann muss man erst einmal versuchen, dass man diesen Leberkrebs kontrolliert und möglicherweise auch verkleinert. Das hängt dann wirklich sehr vom Einzelfall ab. Generell ist im Spätstadium natürlich die Heilungschance geringer als in früheren Stadien. Und deswegen gilt es ganz besonders wachsam zu sein, wenn man Risikoerkrankungen in sich trägt. Man kann heute auch mit Medikamenten und mit Kathetertechniken und Sondentechniken diese Tumoren sehr gut behandeln, beispielsweise durch Hitzeeinwirkung oder durch Stromeinwirkung. Oder auch durch die Gabe von bestimmten chemotherapeutischen Substanzen durch die Arterien, die diesen Leberkrebs mit Blut versorgen, lassen sich gute Therapieerfolge erzielen. Vielleicht nochmals ganz kurz auf die Behandlungsmöglichkeiten, die Leberoperation. Wie sieht diese aus und wie geht es dem Patienten danach? Das hängt natürlich davon ab, wie viel Leber wir entfernen müssen. Grundsätzlich ist es ja so, dass die Leber das einzige Organ im menschlichen Körper ist, das sich regenerieren kann. Wenn also die Leber gesund ist, ansonsten von dem außerhalb des tumorbefallenen Abschnittes, kann man bis zu 75 oder sogar 80% der Leber entfernen und die restliche Leber kann sich wieder regenerieren und nachwachsen. Das gilt natürlich nicht für Patienten, die schon eine kranke Leber haben. Da muss man dann vorsichtiger sein und darf nicht mehr so viel Lebergewebe entfernen. Ganz fortgeschrittene Lebererkrankungen, wie zum Beispiel die schwere Leberzirrhose im Endstadium, kann man überhaupt nicht mehr operieren. Da gibt es dann wirklich nur noch sehr begrenzte Therapiemöglichkeiten. Deswegen ist es besonders wichtig, immer regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen zu machen, um eben ein Frühstadium schon zu erkennen. Also wenn eine dieser Grunderkrankungen vorhanden ist, die Sie am Anfang erwähnt haben? Nach einer Leberoperation, wenn die unmittelbare Wundheilungsphase vorbei ist, hat der Patient im Grunde eine völlig normale Lebensqualität, weil eben die Leber ein solches Regenerationspotenzial hat, kann er wieder ein normales Leben führen, sofern alles verheilt ist und keine schwerwiegenden Komplikationen aufgetreten sind. Und welche Therapien neben der Operation noch nötig sind, werden Sie im interdisziplinären Tumorboard besprechen, oder?
Ja, das Therapiekonzept wird natürlich im Expertengremium in gegenseitiger Absprache vor Beginn der Behandlung festgelegt. Im Regelfall werden die Bilder demonstriert und dann besprechen wir, was der beste Weg zur Behandlung des bestimmten Patienten mit dem Leberkrebs ist. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass man ihn erst verkleinern muss durch bestimmte Kathetertechniken. Das kann auch bedeuten, dass er gleich operiert werden kann oder erst verzögert operiert werden kann. Und in manchen Fällen hilft auch nur noch die Chemotherapie. Gut, dann danke ich Ihnen vielmals, Herr Professor Schmidt, für dieses spannende Gespräch. Vielen Dank. Ihnen.